Ich habe verzweifelt meine Schwester Mara gesucht. Ich war an der WG, niemand hat mir die Tür aufgemacht und an ihr Handy ist sie auch einfach nicht mehr gegangen. Seitdem suche ich sie, ich kann sie nicht finden und ich mache mir einfach echt Sorgen. Ich suche meine Schwester. Ja, schön. Haben Sie die? Das ist das Fahrrad von meiner... Ich darf ja gar nicht betreten, okay? Das ist das Fahrrad von meiner Schwester, das habe ich gerade... Ja, das sehe ich auch zum ersten Mal. Haben Sie meine Schwester vielleicht gesehen? Gucken Sie mal. Die ist seit ein paar Tagen verschwunden. Gucken Sie bitte genau. Nein. Nein, habe ich nicht gesehen. Aber das Fahrrad steht doch da. Ja, das ist schön, aber Sie müssen jetzt halt auch... Da steht das Teil von meiner Schwester. Hallo, verdammt nochmal, bleiben Sie stehen, Mann! Julia ist sicher, dass ihrer kleinen Schwester etwas zugestoßen sein muss. Die 21-Jährige würde niemals einfach so verschwinden. Die Hinweise auf ein Verbrechen verdichten sich, als Julia wenig später Maras Sachen auf der Wiese findet. Das ist das Zelt von meiner Schwester, hundertprozentig. Was ist denn hier passiert? Mara! Hallo? Ich dreh durch, wir machen doch jetzt mal eine Runde hier, so eine Scheiße. Sie können... Mein Gott, Sie müssen aber trotzdem jetzt ein Objekt verlassen. Ich werde gar nichts verlassen hier. Meine Schwester ist hier irgendwo, das sind auch das ihre Sachen. Sie sagen, ihre Schwester kann auch ein Junkie sein, okay? Das ist kein Junkie, das ist das Zelt von mir und meiner Schwester. Da haben wir schon mit gezeltet, das ist auch wir. Das sind ihre Sachen, alles. Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Hier ist auch alles voller Blut. Ich rufe jetzt die Polizei. Die Blutspuren, das zerwühlte Zelt. Hier müssen sich dramatische Szenen abgespielt haben, da ist sich Julia sicher. Die 27-Jährige hofft, dass die nun eintreffende Polizei ihre Sorgen ernster nimmt als der Wachmann. Meine Schwester ist verschwunden. Ich versuche sie schon seit einigen Wochen immer zu erreichen. Die ist vor kurzem nach Köln gezogen. Und ich hatte ihr ein Paket geschickt, das ist zurückgekommen und da steht jetzt das Zelt von uns. Also das ist auf jeden Fall Maras Zelt, da haben wir auch schon zusammen drin gezelt und die ist einfach nicht da. Hier sind okay, alles voller Klamotten. Okay, jetzt mal ganz ruhig. Also Ihre Schwester, wie alt ist sie, wie sieht sie aus? Ich habe ein Foto von ihr. Als wir am Tatort eintrafen, die Melderin uns von der vermissten Person erzählte, wir ein verwüstetes Zelt vorgefunden haben, um letztendlich auch das Rad der vermissten Person, mussten wir von einer mögliche ersten Straftatsverdachtssituation ausgehen. Und da ein Gewaltverbrechen auch nicht auszuschließen war, galt es, die vermisste Person so schnell wie möglich zu finden. Aus diesem Grunde wurde auch das Suchteam und der Spürhund angefordert. Und damit konnte auch professionell das Gelände abgesucht werden. Haben Sie sonst irgendwen hier im Zelt beobachten können? Der Wachmann war eben noch da. Der Wachmann? Ich weiß es nicht. Das Fahrrad stand da vorne und dann kam er mir entgegen schon und dann habe ich das Zelt. Er wollte doch gar nicht, dass ich hier hinkomme und auch nicht, dass ich die Polizei rufe. Okay, Das ist, ja. Okay. Und ich weiß ganz genau, das sind auf jeden Fall ihre Sachen. Diesen Schal habe ich ihr geschenkt. Okay. Das ist ganz klar. Warten wir erstmal, bis der Hundeführer da ist, weil, wie schon gesagt, das sind verschiedene Gerüche. Die muss er halt aufnehmen, ne? Ist da irgendwie ein Gegenstand? Ja, hier vorne ist was mit Blut. Wir haben hier vorne was mit Blut. Okay, ja, Blut bringt mir nichts. Irgendwas wie ein... Leg es bitte hin. Auf den Boden ja, einfach? Ja, einfach hinlegen. Ja, genau. Platz! Platz! Eis. Arbeiten. So, der Hund hat Witterung aufgenommen. Ich würde sagen, dass wir mal loslegen. Einer holt das hier mit. Oder setzen wir da hinten mal an und dann schauen wir mal, ja? Ja. Hundeführer Robbie Hagen spürt sofort, dass ein Vierbeiner eine Fährte aufgenommen hat. Während er das Gelände absucht, nehmen die Beamten den Wachmann genauer unter die Lupe. Der Verdacht besteht, dass er etwas mit Maras Verschwinden zu tun hat. Hallo. Grüße Sie. Beide mein Name. Haben Sie hier irgendwas gemacht? Nein. Wie gesagt, diese Person hat mir die Fotos gegeben. Ich habe natürlich sofort meinen Chef angerufen, habe jetzt auch überall abgesucht. Ich mache mir natürlich auch große Sorgen, ja. Dass hier jemand da ist, dann, aber ich habe überall abgesucht. Hier ist keiner zu finden dann. Ne? Okay. Und ich kenne ja das Objekt wie meine Westentasche. Ich bin ja schließlich umsonst nicht hier. Ja, aber der Wachmann. Das Zelt steht ja nicht da, weil da kein. Sie war ja hier. Ja, verstehe ich ja. Ich kann mir das auch nicht erklären. Wir machen jede Stunde hier eine Runde und. Ne? Okay, würden Sie denn, aber das Fahrrad, das steht ja auch da hinten. Das Fahrrad haben wir ja hier vorne. Das Fahrrad ist weg. Auf der Suche nach diesem Fahrrad mussten wir feststellen, dass es verschwunden war. Und das hatte natürlich den ersten Ansatzpunkt, dass hier ein Fremdverschulden vorzuliegen scheint. Das Industriegelände ist extrem weitläufig und bietet unzählige Gefahren. Dennoch hat der Suchhund die Fährte der Vermissten offenbar noch nicht verloren. Sie führt zu einer Tür der Fabrik, die allerdings verschlossen ist. So,
Ich hab den verloren. Sie müssen doch einen Schlüssel haben. Ich muss einen geben hier im Barfi. Wollen Sie mich jetzt angreifen? Das ist auch nicht mein Problem hier. Ja, ich bin der Sicherheitsdienst. Aber da geht mir langsam mal auf den Sack hier. Hier der Auftraggeber ist doch begeistert. 1000 Leute laufen hier rum, die sagen, ich habe keinen Schlüssel davor. Wie haben Sie denn Menschenleben? Ja, ich hab... Bitte. Ah, Scheiße! Was ist los? Oh, ich krieg kaum. Hey, ganz ruhig. Gucken Sie mich mal an. Gucken Sie mich mal an. Oh. Was ist los? Hm? Ja, mir ist so unbeschwindelig. Gucken Sie mich mal an. So, einmal in die Augen. Ganz ruhig. Lassen wir anlehnen, dann machen wir mal. Ja. Da mal zurückrutschen. Ja. Hinter Ihnen ist eine Mauer. Als wir den Wachmann behandelt haben, hat er sich ans Herz gepackt und hat Brustschmerzen angegeben. Wir haben dann alles untersucht, also wir haben ein EKG geschrieben, wir haben die Vitalwerte erhoben und da war alles unauffällig. Von daher war das erstmal schwer einzuschätzen, was jetzt letztendlich mit ihm gewesen ist. Und so eine Situation wie Sie jetzt und von den Symptomatiken her haben Sie auch noch nie gehabt? Nein. Können Sie mal aus dem Arm raus, bitte? Haben Sie vielleicht einen Schlüssel irgendwo in der Jackentasche? Reden Sie bitte normal mit uns. Ja. Ich möchte Ihnen jetzt helfen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie auf mich jetzt konzentrieren. Ich bin nur sauer. Ja, aber das müssen Sie nicht an uns rauslassen. Konzentrieren Sie sich einmal auf uns. Ja? Okay. Wenn ich hier drücke, wird das schlimmer. Nein. Wenn Sie tief ein- und ausatmen, wird das dann schlimmer. Nein. Strahlt der Schmerz denn irgendwo aus? Nein. Okay, wunderbar, gut. Hast du mal kurz einen Moment? Bei der Untersuchung des Wachmanns ist meinem Kollegen dann aufgefallen, dass ein kleines Tütchen, vermutlich mit Marihuana, aus seiner Jackentasche gefallen ist. Und dies wurde dann von meinem Kollegen direkt an die Polizei übergeben. Jetzt hören Sie mir einmal ganz genau zu. Sie sind ein sehr netter Zeitgenosse. Ich denke auch nicht, dass Sie etwas verbrochen haben. Aber es kommt mir rätselhaft vor, dass Sie als Beschäftigter des Sicherheitsdienstes über keinen Schlüssel für diese Türe hier verfügen. Und zum anderen wurde bei Ihnen folgendes Päckchen gefunden und ich nehme an, dass es sich hier um Betäubungsmittel handelt. Sind Sie Konsument von Betäubungsmitteln? Nein, ich habe noch nie Drogen genommen. Das ist nicht meins. Junger Mann, ich saß gerade neben Ihnen. Das ist bei Ihnen aus der Tasche gefallen, als Sie mit der Hand in der Tasche gewesen sind. Also von daher brauchen Sie das nicht zu leugnen. Ja, okay, ich gebe zu, ich habe Rückenprobleme und da habe ich das eben ein bisschen genommen. Sie werden jetzt diese Türe öffnen, wenn Sie einen Schlüssel haben. Oder wir werden sie gewaltsam irgendwas öffnen lassen. Ich kann alles abmachen. Ja, hier ist der Scheißschlüssel. Ich hab Ihnen aber nicht den Schlüssel. Nummer zwei. War viel Eigenbedarf, was ne? Was haben Sie mit meiner Schwester gemacht? Wo ist Mara? Ich hab gar nichts gemacht. Ihr regelt das weiter hier und wir machen die Suche weiter, okay? Spätestens jetzt ist klar, der Wachmann hat den Beamten den Schlüssel nicht grundlos vorenthalten. Er muss etwas mit dem Verschwinden der Studentin zu tun haben. Im Inneren der Fabrik gibt es plötzlich ein unerwartetes Aufeinandertreffen. Ein Hund? Bitte einfach überleben. Hier zum Hund. Weg jetzt mit Hunde aus. Und anstechen. Super, genau. Mara! Mara! Der ist doch bestimmt hängen geblieben, ne? Ja, das Beste, Knute. Letztendlich war es für uns rätselhaft, wie ein zweiter Hund in das Gebäude gelangen konnte. Aber zumindest war es für uns ein Zeichen, dass der Vorgang bzw. eine weitere Person sich im Gebäude aufhalten konnte. Denn ein Hund allein in dem Fabrikgebäude war vermutlich eher unüblich. Von daher mussten wir davon ausgehen, dass die vermisste Person sich auf alle Fälle in unmittelbarer Umgebung aufhält. Ist es Ihr Hund? Oh, sie ist ja auch verletzt. Oh nein. Ist das Ihr Hund? Das Blut? Nein, ich habe keinen Hund. Aber Mara liebt Tiere. Vielleicht hat sie Mara, okay, dann sie ihn verarztet. Das würde ja auch erklären, dass von Mara ist kein Mara, nein. So. Mara! Mara? Mara? Das, okay, wir müssen weitermachen. Ja. Wir kommen mit. Die Fährte des Suchhundes führt das Team immer weiter in das Innere der Fabrik. In einem der Kellerräume wird plötzlich klar, warum der Wachmann den Schlüssel verschwinden lassen wollte. Denn dieses Geheimnis sollte auf jeden Fall unentdeckt bleiben. Im Keller? Hier, es brennt Licht. Mara! Oh, was ist das denn hier? Mara! Guck mal, schau mal an hier. Marihuana-Pflanze auf. Was ist das denn? Gut. Hallo. So. Geht ihr mal bitte? Dann wissen wir. Kollegen. Da haben die hier Bäume gepflanzt. Ja, jetzt wissen wir, warum er keinen Schlüssel hatte. Aber die ist hier gewesen. So, ja, genau. Ich würde sagen, wir gehen noch mal raus, suchen noch mal alles ein bisschen gründlicher hier ab.
Interessant, was hier alles so zum Vorschein kommt. Das war. Wir haben dem Herrn vom Sicherheitsdienst einiges zu sagen. So, schick mir den Hund vor und. Genau. Möglicherweise wollte der Wachmann nur verhindern, dass die Beamten seine Marihuana-Plantage entdecken. Hat er vielleicht gar nichts mit dem Verschwinden der 21-jährigen Studentin zu tun? Plötzlich sind Geräusche aus dem Untergeschoss zu hören. Oh je. Könnt ihr uns noch ein bisschen leuchten? Wie geht es dir? Das ist Ihre Schwester? Ja, das ist meine Schwester. Okay, das ist ja super. Hallo. Ich bin der Ich habe mein Knöchel gebrochen oder verstaucht. Was ist das denn passiert? Ich habe gezeltet draußen und dann habe ich gesehen, hier ist ein Wachmann. Pass auf, ich will mich mal einmal kurz untersuchen, um zu gucken, ob noch irgendwas ist. Ja. Mara hat hier wirklich sehr, sehr großes Glück gehabt, da sie nur die letzten drei Stufen runtergestolpert ist. Wäre sie die komplette Treppe heruntergestürzt, hätten wir mit durchaus schwereren Verletzungen rechnen müssen. Für uns kam noch erschwerend dazu, dass es sehr eng und sehr dunkel war in diesem Schacht, wo sie letztendlich drin gesessen hat. Dadurch ist das Arbeiten für uns auf engem Raum auch immer sehr schwierig. Wenn was sein sollte, die aber schwummrig wird oder sowas, ne, dann sagst du uns bitte frühzeitig Bescheid. Ne? Ja. Wie lange bist du schon hier unten? Die ganze Nacht. Wie spät haben wir es? Ich habe keine Orientierung, keine Ahnung. Bis nach 12 haben wir. Lange. Mittags. Auf jeden Fall mehrere Stunden, definitiv. Also es ist ein bisschen, heute doch ein bisschen dick, ne? Mhm. Bonito, die Furzpose sind da. Ja. Spürst du das? Das spürst du? Ja, aber okay, es zieht halt hoch. Bewegen kannst du es auch. Ja. Meinst du, du schaffst das, wenn wir dich stützen, dass wir hochgehen? Oder sollen wir es anders machen? Nee, ich versuch das. Ja, pass auf, dass wir das hier. So, ne? Das ist eine Stabilität, ne? Habt ihr meinen Hund gesehen? Runter. Läuft der hier auch noch irgendwo? Den haben wir schon gefunden. Den haben wir gefunden. Was hat er denn? Was ist denn mit ihm passiert? Bitte? Der hatte was am Bein. Ja, der ist mir einfach zugelaufen. Der war schon so, keine Ahnung. So, nicht erschrecken. Wir schieben jetzt einmal kurz an. Ich konnte ja auch nicht anrufen. Ich habe kein Netz. Noch immer ist nicht geklärt, warum Mara die Treppe hinuntergestürzt ist. War es ein Unfall, als die 21-jährige Unterschlupf in der leerstehenden Fabrik gesucht hat? Oder hat der Wachmann sie möglicherweise gestoßen? Nachdem sich die Schwestern endlich wieder haben, kommen die schrecklichen Hintergründe der Tat ans Licht. Wir haben erst das fixieren lassen. Und wie sind Sie im Endeffekt ins Industriegelände gekommen? Ich konnte nachts nicht schlafen, weil Schalt fest. Ich bin halt so voller Angst hat und da habe ich nur gesehen, wie der Wachmann 100-mal da rein und rausgelaufen ist mit irgendwelchen Tüten. Du kennst mich, ey. Ich bin dann so neugierig. Ich kann das ist in der Nacht passiert. Ja. Okay. Auf jeden Fall. Ich und klar, Moment mal bitte. Und dann sind Sie dem Wachmann hinterhergelaufen. Ja, ich bin hinterher. Ich habe da unten gesehen, der hat da voll viele Marihuana-Pflanzen drin. Und auf jeden Fall, wo ich zurück wollte, da hat er mich schon wohl gesehen. Und dann, ich habe nur noch gesehen, wie der die Tür zugeschlagen hat. Und dann war ich eingesperrt. Ich wollte dann einen anderen Ausgang finden, aber irgendwie, es war ja alles voll dunkel. Okay, also er hat sie nicht bewusst eingesperrt, oder? Hat er dich gesehen? Also, ich habe ihn auf jeden Fall gesehen. Und okay. Ich denke, er müsste mich dann auch gesehen haben. Eine Sachverhaltsveränderung der Beschuldigte hat weiter zugegeben, das Fahrrad entwendet zu haben und auch das Zelt verwüstet zu haben, um Spuren zu verwischen hinsichtlich der verunfallten Person, dass wir das noch zu Protokoll nehmen. Ja. Die Verletzung des Knöchels ist innerhalb einer Woche ohne Folgeschäden verheilt. Es hat sich herausgestellt, dass die Studentin ihre Miete nicht bezahlen konnte und deswegen auf dem Industriegelände gezeltet hat. Der Wachmann muss sich wegen Freiheitsberaubung und Missbrauch von Betäubungsmitteln vor Gericht verantworten.